Seit sehr vielen Jahren beobachten wir Menschen beim Sehen in der Kletterhalle, genauso wie am Fels, mit Autotuber zu sichern, sogenannten Rüsselgeräten, und dabei hauptsächlich sichern die mit der Daumenmethode. Bedeutet, den Hebel des Geräts mit den Daumen zu bedienen. Die Herstellervorgaben sagen, dass das Bremshandprinzip sollte nicht verletzt werden. Leider beobachten wir immer wieder, dass beim Hebelheben die Hand aufgeht. Und heute wollen wir genau das testen. Was passiert eigentlich, wenn jemand in Seil fällt? In dem Moment, wenn meine Hand den Hebel hebt und in diesem Fall die Person, die klettert, reinfällt. Für unsere Messungen haben wir uns Folgendes überlegt. Wir machen das Ganze im Top Rope. Redundante Umlenkung, ungefähr auf 12 Metern Höhe. Ich werde reinfallen mit ein bisschen Schlappseil. Janusz wird unten stehen und das Gerät offen halten. Und wir schauen, was passiert, ob das Seil durchläuft, ob das Seil vielleicht nur 1 Meter durchläuft oder 2 Meter. Schauen wir mal. Was denkst du, was erwartest du? So, ja, gute Frage. Ich glaube schon, das Seil wird durchlaufen. Ich bin gespannt, wie viel Kraft ich brauche, dazu den Hebel oben zu halten. Wir haben für euch 4 Geräte mitgebracht. Janusz, welche Geräte hast du dabei? Mammut Smart 2.0 mit smarter Aufsatz. Ederit Tool 2 und einmal ATC Pilot und nochmal Ergo Belay von Salim. Also ich muss sagen, ich bin ganz schön geschafft jetzt. Es waren echt weite Stürze und ich bin froh, dass die Bremsknoten da waren. Janusz, wie hast du das sichern wahrgenommen? Das war erstaunlich, wie wenig Kraft ich gebraucht habe dazu, den Hebel zu heben. Und es alles ging so wahnsinnig schnell. Das Seil hat durchgerauscht. Ich hatte kaum Chance zu reagieren. Wobei du erst 8 oder 10 Meter lang geflogen bist. Und wenn man jetzt noch auch abgelenkt wird, dann ist der Kacke am Dampfen. Janusz, ich habe mich jetzt an die Stürze gewöhnt. Ja, das im Top-Rope war okay. Ich würde jetzt einen großen Vorsprungsturz hinlegen. Bist du bereit, das zu sichern? Sehr spannend, finde ich das.
Also die ersten Testungen waren jetzt wirklich spannend. Es hat sich teilweise gezeigt, was wir auch erwartet haben. Um das Ganze natürlich jetzt im großen Stil zu testen, brauchen wir eine ausgefeilte Testreihe. Wir müssen unterschiedliche Winkel mit unterschiedlichen Geräten, unterschiedliche Handöffnungen testen und schauen auch einfach, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Blockiermechanismus funktioniert. Nach oben, ist aber auch nicht nach vorne, sondern sagen wir mal hier.